Hallo Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute will ich mal nicht kochen und nicht backen mit euch, sondern eine kleine Geschenkidee. Natürlich, da es bei mir alles um Kochen geht oder um Lebensmittel, geht es auch bei diesem Geschenk um Lebensmittel oder Gewürze und Kräuter. Und zwar hat eine Freundin von mir Geburtstag und da wollte ich den jetzt nachher hinfahren. Und in meiner Altersklasse ist das einfach so, die meisten, die haben eigentlich so ziemlich alles. Oder dann weißt du nicht immer, was du schenken sollst. Und einfach nur Geld, naja, ist nicht so ein Ding. Bei ihr weiß ich, die kocht sehr viel. Und ich wusste auch, eins hatte sie sich mal gewünscht wieder, was ich immer besorgen sollte. Das war so Rauchpaprika. Da muss ich ganz großen Dank an meinen Händler der Firma Behlen geben, natürlich. Da mache ich auch gerne mal eine Werbung und so. Gemüsehändler. Und der ist wirklich super und der besorgt mir so ziemlich alles. Man kann das aber auch aus dem Internet holen. Ich habe vor, und zwar packe ich sowas immer in Klausigfolie ein. Ich mache das auch mittlerweile so, dass ich zum Beispiel, letztens habe ich eine frühere verflossen von mir. Der habe ich ihr Lieblingsessen, das sind Beeren, Bohnen und Speck. Und die habe ich dann vakuumiert und eingeschweißt. Und so hatte sie dann ihr Lieblingsessen, habe ich sowas als Geschenk. Weil da weiß man dann, in dem Fall, da weiß man genau, dass man trifft und dass man, und wenn ihr sowas habt, ist einfach nur mal eine Anregung, warum nicht. Ich habe hier aus dem Euroladen so ein billiges Brett geholt als Unterlage. Kann man immer noch gebrauchen. Und den nehmen wir hier so ein Lorbeerpott. Lorbeer kann man immer gebrauchen. Und der Vorteil bei Lorbeer ist, ich habe hier drinne Pasteine. Die habe ich mit ein bisschen Wasser befeuchtet. Und ich habe meine jetzt schon ein Dreivierteljahr. Ich nehme immer ein paar ab und die wachsen immer wieder nach. So wie hier, da kann man das dann sehen, so wie denn die kleinen Blüten da kommen. Das sind so Sachen, das lohnt sich denn. Gut, der zweite Rennen. Ja, da habe ich noch nicht mit Alufolie, ist der Quade fort, ne? Ich bin jetzt auch nicht der schönste Einpacker, darum dreht es sich auch nicht. Ne? Einpacken können andere, ohne dass ich die holde Weiblichkeit das negativ reden möchte. Aber das kann die besser. Ne? Das ist eine Frauengeschichte. Die haben da einfach mehr Gefühl für, in meinen Augen. Also. Ich habe hier so ein bisschen Salz geholt, so ein Ursalz. Und das wollte sie immer mal wieder haben. So ein geräucherten so Paprika kann ich Ihnen auch wieder empfehlen. Aber es ist egal, was für Kräuter oder sonst was. Und dann habe ich hier noch Tandoori Masala Gewürz. So, das nehmen wir uns auf. Und dann habe ich bei uns im Lawn, wenn immer so Karten rausgeschildert. Ne? Das ist in dem Fall von der Firma. Aber Sahnesnitte, ne? Die ist eine nette Dern. Dann packen wir das rein. Alles Gute zum Geburtstag, das könnte ich vielleicht noch gut draufschreiben. Sahnesnitte, ne, steht da drauf. Und das packen wir jetzt ein. Und ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt, andere Gewürze oder sonst was. Aber das ist so einfach mal so ein Grundgedanke. Wenn jemand gerne kocht, kann er das alles gebrauchen, wenn man mal keine Ideen hat. Jetzt geht es um Einpacken. Naja, darüber müssen wir jetzt gar nicht reden, ob es gut ist oder nicht. Aber das packe ich mal eben ein und dann snibbel ich das sowieso ein bisschen ab, weil da bin ich kein Genie drin, aber muss ich auch nicht. Eigentlich gibt es ja Tesafilm oder so. Ne? Also wie ihr das einpackt, das wisst ihr bestimmt besser wie ich. Das Einpacken werde ich auch dann mal schnell vorspulen. So, jetzt machen wir noch ein Bändchen rum. Grün, oh, ist egal, steht egal. Und so lassen wir das Ganze. Guck ihr mal, Leute. Und das ist doch jetzt einfach ein nettes Geschenk. Mehr wollte ich damit nicht sagen. Das soll eigentlich eine Idee sein. Ein paar Gewürze, Kräuter, in dem Fall Lorbeer, um darauf zurückzukommen. Die Gewürze halten eine Zeit lang. Lorbeer, wenn er gepflegt wird. Ach ja, zu der Pflege nochmal klar. Ich mache das wirklich immer so, in meinem Gemüsegarten hier auf meiner Fensterbank, dass ich so Steinchen da drin habe. Die befeuchte ich immer und lege den einfach nur rein. Die ziehen sich ihr Wasser selber und meistens klappt das ganz gut. Geht meine Pflanze ein bisschen kaputt und so, bei Basilikum habe ich das öfters, schneide ich mir fast alles ab am Basilikum, dann wächst er wieder von alleine nach. Und so ist das halt mit den
Wie gesagt, die habe ich jetzt schon ein gutes Dreivierteljahr, den Topflorbeere. Okay, Freunde, das als Gedanke, als Geschenkidee. Ja, wenn ihr Interesse habt, lasst euch was einfallen. Es gibt genug Sachen, ob Rosmarin oder Zitronen, Thymian oder sonst was. Alle Sachen, die halten, wenn man die richtig pflegt. Und Gewürze, also wer die Filme anschaut hier von mir, beschäftigt sich auch meistens mit dem Kochen.